Hallo und herzlich willkommen zum zweiten und letzten Orakel für den zweiten Spieler der Nations League zwischen Spanien und Kroatien. Auf jeden Fall ein Hammer-Duell. Der Weltmeister von 2010 trifft auf den Vize-Weltmeister von 2018. Wird auf jeden Fall eine spannende Partie und ich habe hier 6 Päckchen der FIFA World Cup Russia 2018 Sticker von Panini am Start. Und die Partie kann jetzt starten. Im ersten Päckchen haben wir Anthony Martial für Weltmeister Frankreich. Dann Nicolas Otamendi für Argentinien. Das Mannschaftsbild von Südkorea. Yuya Osako vom 1. FC Köln für Japan. Und Paolo Hurtado für Peru. Somit keine Tore in der ersten Viertelstunde zwischen Spanien und Kroatien. Dann im zweiten Päckchen wieder ein Japaner, Ei Kawashima, den Torhüter von Japan. Dann das Schweden-Mannschaftsbild. Martin Olsen, ebenfalls von Schweden. Nemanja Matic von Serbien. Und Eduardo Salvio für Argentinien. Somit auch nach einer halben Stunde noch keine Tore gefallen. Die letzte Viertelstunde der ersten Hälfte läuft und beginnt mit dem Poster von Ekaterinburg. Und da ist das 1:0 für Kroatien. Josip Pivaric war es. Kroatien führt gegen Spanien 1:0. Dann das Mannschaftsbild von Kolumbien. Ahmed Akaichi für Tunesien. Und Blaise Matuidi für Frankreich. Somit führt Kroatien mit 1:0 in Spanien zur Pause mit 1:0. In der zweiten Halbzeit starten wir mit Björn Sigurdarson für Island. Oh, Messi-Impact. Ich habe tatsächlich Lionel Messi gezogen nach über 100 Packs mindestens, wo ich jetzt geöffnet habe. Ziehe ich endlich Lionel Messi. Den brauche ich nämlich noch, Messi. Da wird es, denke ich, bestimmt mal ein Album-Update geben, weil heute waren auch schon einige Spieler dabei, die ich noch gebrauchen kann auf jeden Fall. Messi, auf jeden Fall sehr nice. Messi als nun auch zum ersten Mal gezogen. Kann ich dann ins Album auch dann einkleben. Dann Ali Maulul für Tunesien. Der Name kommt mir nicht bekannt vor. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon habe. Keine Ahnung. Alexander Golovin für Russland. Die Russen sind ja komplett. Und Hiroshi Kiyotake, der Ex-Hannoveraner für Japan. Aber Japan ist ebenfalls komplett. Somit steht es weiterhin 1:0 für Kroatien gegen Spanien. Dann im vorletzten Pack für heute haben wir Mahmoud Karaba für Ägypten, Ki Sung-jung für Südkorea. Das gibt es jetzt echt nicht. Ronaldo jetzt auch noch im Pack. Messi und Ronaldo im Pack. Messi habe ich doch hier irgendwo noch liegen. Hier habe ich ihn, Messi und Ronaldo. Geiles Bild auf jeden Fall. Also der Titel ist auf jeden Fall schon mal gesichert vom Video. Sehr nice, auch Ronaldo gezogen. Dann Gailens Shalaili für Tunesien und Nacho. Und das ist der Ausgleich. Spanien gleicht aus durch Nacho. 2 Außenverteidiger treffen für Spanien und Kroatien. 1:1, also nach 75 Minuten. Und ein Pack haben wir noch. Die Schlussphase entscheidet dieses Spiel. Und die Schlussphase startet mit Kelechi Iheanacho von Leicester City. Und den brauche ich noch. Das weiß ich sicher, dass ich den noch brauche, Iheanacho. Also das nächste Album-Update ist auf jeden Fall schon gesichert. Iheanacho können wir dann, also dann auch eingeben. Die Lücken werden weniger in meinem Album. Duván Zapata haben wir noch für Kolumbien. Unfassbar, Spanien dreht das Spiel. Alvaro Morata macht das 2:1 für Spanien, also Kroatien, lange Zeit mit 1:0 in Führung und dann schlägt Spanien doppelt zu durch Nacho und Morata. Ja, dann haben wir Marquinhos für Brasilien und Keylor Navas, den Torhüter von Real Madrid, für Costa Rica. Und somit gewinnt Spanien noch mit 2:1 gegen Kroatien. Lange Zeit war Kroatien auf der Siegestraße, aber dann Doppelpack von Spanien und dann gewinnen die Spanier noch mit 2:1 gegen Kroatien. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Orakel
Messi gezogen, Ronaldo gezogen. Spannendes Spiel gehabt. Also alles dabei heute. Also bis zum nächsten Mal und ciao.